Du, es kommt Kollabo-Album Kappi und Angie. Nick unauffällig, wenn ja. Also Angie ist ein Typ, der jetzt auf jeden Fall verdient so. Ich habe den ja schon ein paar Mal bewertet. Ab und zu habe ich auch kritisiert und einmal, um genau zu sein, fand ich den ein bisschen random. Aber ein-, zweimal hat er dann auch überrascht oder vorgelegt. Ihr erinnert euch, das war noch zu Anfangszeiten, wo wir gestreamt haben. Angie ist auf jeden Fall ein Typ, der hat auf jeden Fall den Industry-Hype. Also in der Industrie, unter Managers, Rappers, A&Rs, ihr wisst schon, Vögels, Twitch-Idioten wie mich. So ist er gehypt. Ob du das übersetzen kannst auf die Masse, so quasi auf euch, auf die Fans, das bleibt jetzt noch. Aber er ist, also, das werden wir mal sehen. Eine Kollabo mit Kappi bedeutet immer mit Sicherheit ein Erfolg. Das ist klar. Kappi ist Erfolgsgarant, Mann. Ich würde bei dem sein. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Also der hat auf Instagram jetzt den gepostet, aber der Kappi ist eh so richtiger Gönnertyp. Also der postet viel von anderen Leuten, mit denen er jetzt nicht unbedingt was zu tun hat oder nicht unbedingt was machen muss. Muss man sagen, viele, viele Leute, die viel weniger Erfolg haben, auch als viel weniger Followers haben, die geiern viel mehr mit Teilen und so. Muss ich ja schon sagen. Da ist er. Angie kommt auf Kappis Channel raus. Sehr korrekt. Also wenn die jetzt nichts bei ihm signed, wenn er es einfach nur macht und ihm gönnt, dann sehr korrekt von Kappi. Es gibt ja, Bruder, der Kappi hat viele Leute starisiert, muss man sagen. Alles fürs Geschäft. Bruder, diese Wege, die wir gehen, waren gründlich durchdacht. Doch im Kofferraum liegen bis zu 5 Jahre Haft. Papa Stadt sagt, scheiß mal auf die sündhafte Pack. Jungs aus dem dreckigsten Viertel der Stadt. Wir sind leider am Kiffen, wir sind leider am Koks. Das ist ein anderes Level, oder? Jetzt vergleich das mal. Die sind, glaube ich, auch ungefähr gleiche Alter. Jetzt vergleich das mal. Bruder, die Stimme, der Druck. Bruder, was soll ich euch sagen, Alter? Bruder, diese Wege, die wir gehen, waren gründlich durchdacht. Doch im Kofferraum liegen bis zu 5 Jahre Haft. Papa Stadt sagt, scheiß mal auf die sündhafte Pack. Jungs aus dem dreckigsten Viertel der Stadt. Wir sind leider am Kiffen, wir sind leider am Koksen. Bis unsere Eltern uns beinahe verstoßen. Wir wurden groß und ich scheine in Hosen. Leider sind wir pleite geboren. Mama, als ich sagte, ich auf, habe ich leider gelogen. Schäme mich so sehr, doch ich verteil weiter Drogen. Skrupellos und ohne scheiß Emotionen. 3-4.000 Euro auf Dreierquote. Hier kommt die Stimme der Straße. Nein, ich bin kein Rapper, ich berichte die Lage. Mal ganz kurz, Shoutout erstmal an den Heku oder was. Ich kenne den nicht, aber sehr nicer Beat auf jeden Fall. Sehr nicer Beat. Aber ich wollte auch nochmal Shoutout an den Videomann geben. Das ist echt ein sehr schönes Video. Velvet Vision, sehr nice gemacht auch. Ich weiß nicht, ob ihr das so gesehen habt, aber da kommt einfach mal was angeflogen. Das ist Drohne, sein Uronkel hier so. Guck mal. Also klar habt ihr das gesehen, aber das geht manchmal so unter. Das ist sehr viel mit sehr viel Liebe gemacht. Ich sagte, ich habe ich leider gelogen. Schäme mich so sehr. Auch diese Szenen sind sehr geil. Doch ich verteil weiter Drogen. Skrupellos und ohne scheiß Emotionen. 3-4.000 Euro auf Dreierquote. Ist der aus Hessen? Ist der aus Frankfurt? Weiß das einer, der Angie? Ist das ein kompetenter Mann aus Frankfurt? Weil er sagt hier, Scheiße. Hier kommt die Stimme der Straße. Genau, das wollte ich gerade sagen. Er sagt Straße. Wie Schaka sagt. Pro. Die Straße. 3-4. Und der Berlin, aber der sagt so richtig Straße, wie ein Frankfurter. 1000 Euro auf Dreierquote. Hier kommt die Stimme der Straße. Nein, ich bin kein Rapper, ich berichte die Lage. Kopf gefickt, voll auf giftiger Hase. Weil irgendwie sind durchgehend beschissene Tage. Alles ist Geschäft. Alles. Geil, wie der die Wörter ausspricht, wie der die Pausen setzt und so. Das nennt man dann eigener Style. Leute. Straße. Für das Plus, alles für den Bass und alles für die Hood, allerbeste Hays. Viel besser als die ersten Sachen, die wir von ihm gehört haben, oder? Schon ein Meisterstück, Alter. Der hat sich richtig gesteigert. Allerbeste Cooks und allen auf dem Hof, klein oder groß. Alles fürs Geschäft, alles für das Plus, alles für den Bass und alles für die Hood. Allerbeste Hays, allerbeste Cooks. Auf dem Hof, klein oder groß. Dachte voller Kies mit gerade 23.
Tasche voller Kies. Wie geil ist dieser Typ, Alter? Also muss man sagen, nochmal wirklich 300% Steigerung, Alter. Verteilen auf dem Hof, klein oder groß. Tasche voller Kies mit gerade 23. Ui, man kommt auf dumme Sachen, wenn man gerade blank ist. Red nicht am Ende, falls die Scheiße verwanzt ist. Viele wurden wegen dieser Kleinigkeit verhaftet. An alle Jungs mit Drogen und Spielschulden. An alle aus den Hochhäusersiedlungen. An alle Weed Peace oder Kokainkunden. Wir sind alle auf der Jagd nach Profit, Cousin. Ja, das meinte ich, deswegen dachte ich, der kommt aus Frankfurt. Der hat schon diese Raider-Wayner-Haftmaft-Aussprache hier und da, kommt sowas durch, deswegen dachte ich. Aber nice, sehr nice. Ich hab keinen Bock zu verzichten, darum mach ich Para, bis die Cops mich erwischen. Wir hören nicht auf, dieses Ort zu verticken, darum jeden Tag mit den Cops in Konflikten. Fix System, leg die Scheiße auf die Grammwaage. Fix System, leg die Steine aus dem Stammkaffee. Fix System, geht zum Scheine, sind wir krank alle. Doch wenn die Bullen kommen, Andale, Andale. Auch ein bisschen diese Wahrheit-Vibes, oder? Diese BOZZ-Wahrheit-Vibes. So vibe ich, vom Vibe her. Fix System, leg die Scheiße auf die Grammwaage. Fix System, leg die Steine aus dem Stammkaffee. Fix System, geht zum Scheine, sind wir krank alle. Doch wenn die Bullen kommen, Andale, Andale. Alles fürs Geschäft, alles für das Plus, alles für den Bass und alles für die Hook. Allerbeste Haze, allerbeste Koks, verteilen auf dem Hof, klein oder groß. I walk around like a ghetto is on my chest. Ja, das hat so, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, muss ich sagen. Können wir mal liken, können wir mal was da lassen. Straße, einfach so Straße, heftig, ja, Straße. So, auf den, hoffentlich kapieren die, dass es positiv gemeint ist. Boah, es war sehr gut, Mann. Sehr gut. Sehr guter Straßenrap. Straßenrap sowieso ist voll wieder da, würde ich sagen. Klar, das andere ist immer noch größer und alles, ne? Dieser ganze Trend und dies, das. Aber das ist echt, das war richtig gut.